Blockiere die Straße. Erstmal hole ich mir noch ein paar Leute. Hier zum Beispiel. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Wir können jeden Androiden gebrauchen. Du bist frei. Du bist frei. Sorry, wenn sich ab und zu mal ein bisschen. Ja, mein PC hat ein bisschen. Ab und zu mal Probleme. Du bist jetzt frei. Der sieht doch aus wie. Hey, ja, was glaubst du, wo du hingehst? Komm sofort her! Nur von hinten. Ich muss die Straße blockieren. Jetzt nicht mehr. Wir könnten irgendwo eingreifen. Ich hab's verpasst. Da war ich zu langsam. Eine Kanaldecke. Guckt, ob es noch Androiden gibt. Da drüben ist noch ein. Ach, den dort. Gedrückt halten. Okay, was machen wir hier? Androiden hochhelfen. Verhandle weitere Androiden um. Let's go. Jetzt sogar schon mit Gedankenkraft. Oh, eine Kamera. Hey, wo bist du hin? Komm jetzt sofort hierher. Und wir noch mehr. Auf dem Weg finden wir noch welche. Es sind schon einige. Es ist Androiden Jesus. Und er freit sie mit der Hand, mit Gedankenkraft. Noch eine Polizeidrohne. Es werden immer mehr. Shift. Ich glaube, das eine oder andere habe ich vielleicht verpasst, weil wir vorbeigelaufen sind. Wo willst du denn hin? Na super. Na komm. Und eh. Werden immer mehr. Und Greg kommt auch zu uns. Und E. Und du. Hey! Auseinander! So, V.
auseinander! Das ist ein Befehl! Du kannst sie nicht alle erschießen. Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter. Das weiß ich doch nicht. Keine Sklaven mehr. Die machen uns alle in der Samtlinie strecken. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wir tun keinem was. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Dann schießt der Unschuldige. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn es unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Es bringt uns Freiheit. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Wir werden als Märtyrer sterben. Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Schießen auf Unschuldige, Unbewaffnete. Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Wir bleiben stehen. Marcus, was machst du? Sie werden uns töten. Okay, so viel zu friedlich. Ich wollte mich doch nicht opfern. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen. Wir haben es zum Fliegen versucht. Ich wollte es doch weiter am Frieden machen, aber... Oh, Kacke. Und die Bullen. Ich
nur Verteidigung gewesen. Selbstverteidigung. Es blieb kaum eine andere Wahl. Das ist sehr ungern. Mein Pazifistenherz stirbt gerade. Das könnt ihr aber glauben. Oh Mann. Das war die falsche Entscheidung. Müssen wir das Beste draus machen. Sie fliehen. Gewonnen, Marcus. Wir machen keine Rache. Wir nehmen keine Rache. Ich habe mich zweimal dagegen entschieden. Alles nur zur Selbstverteidigung. Haben wir gesiegt? Griffen Unschuldige an. Und zwungen sie zu Schuldigen. Ich weiß. Natürlich tut das der öffentlichen Meinung nicht gut. Konfrontation. Ich habe einfach reagiert. Wir hätten die Alternative zwischen weglaufen, selbstopfern und anstürmen. Selbstopfern konnte ich nicht. Und weglaufen. Weglaufen ist nun wirklich keine Alternative. Da war Anstürmen, war wirklich. Mein Pazifistenherz blutet, aber. Nachdem die Polizisten grundlos geschossen haben. Weglaufen wäre echt feige gewesen. Selbstopfern. Das sehe ich auch nicht für Markus. Das war die einzige Alternative hier. Nachdem die Polizei angefangen hat. Vorher war es keine Frage. Nicht die Druiden sollten nicht die ersten sein, die angreifen. Das war Notwehr. Sie haben uns dazu getrieben. Zeit zum Nachdenken, Klavierspielen, über den Balken laufen. Hätten wir noch anderes machen können. Morph trifft ein, Vergangenheitsteilen, Speicherteilen. Morph nach der Vergangenheit fragen. Simon überlebt im Staatsfeind. Ach, er ist wieder zurückgekommen, der Simon, vom Dach, der hat's, weil wir nicht erschossen haben, kam er jetzt wieder zurück. Und Jericho wieder vereint. Zane vergibt Markus im Einkaufszentrum. Androidenverkäufer umwandeln, persönliche Androiden umwandeln, Security Androiden umwandeln, Reinigungsandroiden umwandeln. Ach, da haben wir wirklich keinen übersehen.
Wir sind nicht in Androiden umwandeln, die hätten noch was passieren können. Hätten wir eingreifen können. Ah, das war der auf der Straße. Der hätte immer noch irgendwie was machen können. Marsch vorbereiten, geparkte Androiden umwandeln. Boten-Androiden umwandeln, Boten-Androiden blockieren die Straße, Kanaldecke öffnen, Marsch beginnen. Androidenarbeiter umwandeln. Polizist blockiert den Marsch. Hände heben. Androiden umwandeln, Bildschirm hacken. Skandieren, okay. Plaza erreichen. Dann ging's los. Polizei blockiert den Marsch. Nichts zurückweichen. Also bei der ersten Blockade abholen wäre das ja. Das wäre ja auch peinlich gewesen. Hätten wir auch schon anstürmen können. Aber wir waren friedlich, solange es ging. Dann kam die Polizei und schoss auf sie. Dann blieb uns keine andere Alternative. Wir hätten uns opfern können, aber nicht Markus. Es war wirklich, weglaufen ist nun wirklich gar keine Alternative. Opfern vielleicht, aber nachdem die Polente hier geschossen hat, auf Unschuldige. Ja, Kampf gewinnen, hätten wir auch verlieren können. Na gut, es waren nicht Quicktime-Events, die man nicht auch drüber verkacken kann. Polizei zieht sich zurück, Markus besiegt die Polizei. Bin ich nicht total zufrieden mit, aber ich weiß auch nicht, ob ich mit den anderen Endings zufrieden wäre. Was passiert wäre, wenn er sich geopfert hätte, dann hätten wir hier noch selbst Opfern, hätte es hier auch noch eins gegeben, dann hätten wir hier noch eine Wahl gehabt. Das wäre auch nicht weit gekommen. Ich weiß nicht, ob die anderen Endings besser gewesen wären. Weglaufen bin ich sehr unzufrieden mit gewesen, da gab es nur ein Ding. Das wäre noch, das ist, ich weiß nicht. November 2038. Rede mit Amanda. Da drüben ist Amanda. Ein Schachbrett. Da drüben sind die Androidengräber. Für die beiden Connors. Wir werden mal kurz den gefallenen Connors die Ära weisen. Reden wir mit Amanda. Eiskalt verschneit und dunkel hier. Amanda wird nicht happy sein über das, was in den Straßen passiert ist. Ihr wird das ja mitbekommen haben. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich habe bei Kamsky nichts erfahren. Ich dachte, RA-9 wäre der Schlüssel zu allem, aber ich lag falsch.
Ich bin nicht einzigartig, nicht wahr? Wie viele Connors gibt es? Diese Frage hat wohl kaum etwas mit der Untersuchung zu tun. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Sie ist ein Roboter. Welche Rolle spielt Cyberlife bei all dem? Was wollen sie wirklich? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Ich will es aber wissen. Zweifel oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Natürlich nicht. Oder für Lieutenant Anderson? Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Ich fühle gar nichts. Das wissen sie. Wollen Sie etwa andeuten, dass ich gefährdet bin? Nein. Nein, natürlich nicht. Deswegen fragt er so viel, weil er wissen will. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Das ist sehr traurig. Hank, was machst du denn? Etwas, das ich schon längst hätte tun sollen. Hör zu. Denk ein paar Tage drüber nach. Lass dir Zeit. Ich habe genug darüber nachgedacht. Ich habe die Schnauze voll von dem Scheiß. Ich hält hier gar nichts mehr. Nicht der Fall. Nicht mein Partner. Ich gehöre hier nicht mehr her. Dang, tut mir sehr leid. Der Mann ist suizidgefährdet und jetzt seinen Job verliert. Hatte gar nichts mehr. Perkins aufhalten. Verdammt FBI. Okay. Wir sorgen für Ablenkung. Schlüssel. Alles klar, ich hab ihn. Verdammte Scheiße. Wie ist er aus der Zelle rausgekommen? Kein blassen Schimmer. Na los, du. Beweg dich mal. Ja, so warten wir mal. Wo ist der Asservatenkammer? Ich hoffe dort. Mir geht's gut. Das Arschloch hat mich voll erwischt. Du musst verdammt also warten, Kammer. Ja, hier ist sie. Hey, Connor! Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin?
Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Ich wurde von diesem Fall abgezogen. Ich werde noch die gesammelten Beweise erfassen und dann mache ich mich auf den Weg. Gut. Sei unterwegs vorsichtig. Androiden sind heutzutage so ungemein feuergefährdet. Okay. Wollen die Beweise, um als Kronarbeiter zu ermitteln? Ohne Hank. Passwort. Verdammt. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Brustdatum. Scheiß Passwort, Hank Anderson. Lächerlich. Niemand würde so ein Passwort wählen. Natürlich. Natürlich. Ist Jericho. Die Antwort ist hier irgendwo. Die Zeit läuft. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Relativ unmöglich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Die beiden Tracys aus dem Eden Club. Wollten sie auch nach Jericho? Wussten sie, wie sie es finden? Das bringt nicht viel. Verdammt, was soll denn das? Nimmst du da mit? In 3 Minuten haben wir noch Zeit. Um wieder rauszukommen. Funktionsfähige Videokomponente. Keine Übereinstimmung. Rupert! Der Android mit den Vögeln! Okay. Keine Übereinstimmung, verdammt. Der hier. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Liegt vielleicht nicht alles. Keine Übereinstimmung. Dann der letzte Brief hinten. Noch was untersuchen. Tagebuch. Ruperts Tagebuch. Aber es ist nutzlos. Es ist verschlüsselt. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Marcus, wo versteckst du dich? Das hat auch nichts gebracht.
Thank you.